wollte uns hier treffen. Ich schau mal im Weinkeller. Vielleicht vertreibt er sich dort seine Sorgen. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Dishonored. Beim letzten Mal haben wir Lady Boyle eliminiert. Und es gibt eine neue Rune, wie es aussieht. Und ja, jetzt sind wir wieder zurück. Und ja, wollen wir mit Lord Pendleton reden. Schon allein, um unseren neuen Auftrag natürlich zu kriegen, was wir jetzt noch machen sollen. Und zum anderen, um unsere Belohnung wegen dieses Duells mit Lord Shaw, muss ich ganz ehrlich sagen. Das würde mich doch tatsächlich sehr... Sie haben die Gastfreundschaft der Boyles genossen. Ging so, was der darüber zu sagen hat. Ach so. Alle unerklärlichen Lichter und Geräusche sowie Anzeichen eines Kampfes in evakuierten Gebieten sind umgehend zu melden. Notiz des Kuriers. Maskierter Mann, diese Notiz ist für Sie. Ihre Taten sind nicht unbemerkt geblieben. Neben Ihrem Bett finden Sie ein Paket und eine Notiz von dem, der wollte, dass Sie es bekommen. Ein demütiger Diener. Oh, jetzt bin ich ja gespannt. Lord Pendleton freut sich darauf, Sie zu sehen. Ich glaube, er nimmt gerade sein Frühstück zu sich. Okay. Schön für ihn, ganz ehrlich. Dann gehe ich doch erstmal mein eigenes, mein Paket ansehen. Das würde mich ja dann doch schon interessieren, muss ich sagen. Ah, Samuel, Tag auch. Pendleton muss hier sein. Der ja. Einzige Weg hierher führt über den Fluss. Hä? Was meint er damit? Er ist ja nicht verschwunden, oder? Die Dinge nehmen Fahrt auf, nicht wahr? Das Drama um Lady Boyle macht den Lord Regenten wohl ziemlich nervös. Hoffen wir's. Ich bin bereit, falls sie schnell verschwinden müssen. Sehr schön. Ich bin müde, aber solange sie unterwegs sind, stehe ich bereit, Corvo. Alles klar. Informieren Sie die anderen, Sir. Ich passe hier auf. Okay. Was ist mit dir? Kommt, dann vom Fluss. Ja, was ist mit dir, Callista? Corvo? Emily versteckt sich wieder. Das war anfangs ein Spiel, doch jetzt will sie mich damit ärgern. Können Sie sie zu mir schicken, wenn Sie sie sehen? Es ist Zeit für den Unterricht. Okay, wenn ich sie sehe, durchaus. Suche im Pub nach Emily. Hast du sie gesehen, Samuel? Ich bin gern hier am Wasser. Die Geräusche des Flusses sind entspannend. Der Geruch weniger. Ja gut, okay. Hat irgendjemand Emily gesehen? Ich habe keine Lust, wenn die jetzt auf einmal nicht da ist. Wir gucken uns erstmal nach unserer Notiz um. Vielleicht ist sie hier irgendwo. Hallo. Hast du Emily gesehen? Lydia, Mensch. Einst habe ich mich bei den Brimsleys eingeschlichen. Eine sehr merkwürdige Feier. Okay. Eine aufregende Nacht, nicht? Wenn man das so sagen will, ja. Sie hatten sicher Spaß bei den Boyles. Geht so. Ich mag Maskenbälle. So geheimnisvoll. Ja, aber auch gefährlich. Keiner mag eine Feier so sehr wie ich. Na, wenn du meinst. So, was haben wir hier? Wieder was von Lord Pendleton zu hören? Das ist nicht der Jahrgang, den ich wollte, du Schwachkopf. Meine Güte, stell sie hin. Lass die Flaschen hier und verschwinde. Ich schreibe hier meine Memoiren. Oh, wichtig, wichtig, dass er seine Memoiren schreibt. Mein Gott, ey. Er ist ja auch ein bisschen überheblich, der Typ, oder? Ach, guck mal, Havelock. Sie endete die Feier der Boys so wie geplant. Ja. Dann wird dem Lord Regenten bald das Geld ausgehen. Mal sehen, wie loyal die Wachen sind, wenn sie keinen Sold mehr bekommen. Das ist natürlich interessant. Das hatten wir schon. Aufseher. Ein Kaiserreich, frei von Korruption und Elend, rückt immer näher. Es wird nicht mehr lange dauern, Corvo. Was ist das für eine Karte? Ah, vom Dunwill Tower. Aha, Eingang, erster Stock, zweiter Stock, dritter erster Stock und zweiter Stock. Okay. Wird auf jeden Fall interessant. Nur noch eine Frage der Zeit, bis alles vorüber ist. Na, wenn du meinst. Erfolg, dann wird es glorreich sein. Letzte Nacht gab es Unruhen im Schneiderbezirk. Die Menschen verlangten Essen, Elixier gegen die Seuche und Behandlung. Die Stelzenläufer verbrennen sie einfach. Du meinst die Tallboys? Ob Lydia wohl schon Tee aufgesetzt hat? Ich dachte jetzt gerade, er meint Lydia Boyle, aber er meint die Lydia, die hier für uns arbeitet. Der Admiral erzählt mir über das Leben auf hoher See. So kann man gut leben. Andererseits genießt er sicher die Annehmlichkeiten von Dunwall Tower. Mal gucken, was er hier jetzt noch geschrieben hat.
Teague Martin ist jetzt Oberaufseher, ist ein intelligenter Mann und seine Ideen haben uns schon weit gebracht. Wenn man seine Herkunft bedenkt, kann er höchst zufrieden mit sich sein. Jetzt steht fest, dass die Aufseher unsere Forderungen unterstützen werden, welche das auch immer sein mögen. Nur noch ein Mann steht jetzt zwischen uns und der vollständigen Kontrolle über das Kaiserreich. Der Lord Regent wird schon bald der scheußlichen Maske Corvus von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen. Da hege ich keinen Zweifel. Aber wie geht es dann weiter? Na, wer weiß. So. Ja. Zack, zack. So, gibt's hier irgendwas Neues? Wahrscheinlich nicht, ne? Aber wir suchen auch immer noch Emily. Ah ja, diese Prüfung, von der haben wir schon gehört. Komm, wenn wir schon mal hier sind, können wir auch gleich mal mit Lord Pendleton eine Runde reden, ne? Hey Pendleton, ich habe deinen Auftrag erledigt. Hättest mir auch ruhig sagen können, was du vorhast. Da sind Heilkräuter. Geschafft. Und wir haben eine Frau aus dem Weg geräumt. Eine Edelfrau dazu. Doch Boyle war eine Schlange. Sie half dem Lordregenten, die Kaiserin zu töten. Ich habe kein Mitleid mit ihr. Also, ich habe gehört, dass Sie für meinen Namen auf spektakuläre und für Sie riskante Art und Weise gekämpft haben. Dafür danke ich Ihnen. Dieser kleine Gegenstand hier hilft meiner Familie seit vielen Generationen. Aber Ihnen nützt er sicher noch mehr. Hier, bitte. Eine lange Nacht, Corvo. Aber sie ist nicht vorbei. Havelock und Martin haben auch schon ein weiteres Projekt für Sie. Und würden Sie gerne sehen? In Havelocks Quartier über der Bar. Na so, okay. Ach, eine Rune haben wir gekriegt. Kann man da nicht jetzt theoretisch schon die Beweglichkeit hochskillen? Ja, sehr schön. Beweglichkeit und dann beim nächsten Mal. Wie viel brauche ich für die nächste Beweglichkeitsstufe? 3 Ruhe, das geht ja auch relativ gut. Hätte mir doch Havelock auch gleich sagen können, dass er mich sehen will. So, okay, schön. Dann hat er uns, also zumindest hat er uns belohnt, sagen wir es mal so. Wenn er uns nichts gegeben hätte, wäre ich ein bisschen sauer gewesen, auch muss ich sagen. Vor allem, da er uns von Anfang an nicht mal gesagt hat, was eigentlich los ist. So, jetzt gucken wir mal nach dem Paket, das wir gekriegt haben. Und dann müssen wir irgendwie noch nach Emily suchen, bevor ich mit den anderen beiden rede, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht ist sie auch einfach in unserem Zimmer. Ist nicht unlogisch. Emily! Erstmal die anonyme Notiz. Wer auch immer Sie sind, ich muss Ihnen dafür danken, wenigstens einen Teil meiner Familie verschont zu haben. Wir alle haben Feinde, jedenfalls wir Boyle-Schwester. Achso. Wer auch immer Sie sind, ich muss Ihnen dafür danken, wenigstens einen Teil meiner Familie verschont zu haben. Wir alle haben Feinde, jedenfalls wir Boyle-Schwestern. Auf eine seltsame Art und Weise haben Sie mir einen Gefallen getan, also verdienen Sie auch eine Belohnung. Ich habe das hier von einigen meiner verschwiegenen Diener zu einem ihrer eigenen Diener befördern lassen. Mögen sich unsere Wege nie wieder kreuzen. Ach, das war wahrscheinlich eine von den Boyle-Schwestern, die sich darüber bedanken, dass ich nicht einfach alle Boyle-Damen eliminiert habe. Gut, man hätte natürlich auch von Anfang an einfach... Ich höre sie doch. Ach, guck mal. Psst. Sei leise. Ich verstecke mich vor Callista. Sie mag das Spiel. Na, ich glaube nicht. Wir haben das doch auch gespielt, oder nicht? Weiß nicht, warum Verstecken so lustig ist. Hier. Das habe ich am Flussufer gefunden. Ich habe es als Glücksbringer unter mein Kissen gelegt, aber dann hatte ich Albträume. Ich schenke es dir. Nimm ruhig. So, Hausaufgaben. Verstecken wird langsam langweilig. Ach, schon wieder. Hat die eine Rune gefunden, die kleine Emily? Manchmal spricht Callista im Schlaf, aber man versteht es kaum. Ich hätte gern mein eigenes Zimmer. Ja gut, okay, das kriegst du bestimmt irgendwann wieder. Wenn ich Kaiserin bin, muss ich nie wieder an einem Ort wie diesem wohnen. Wahrscheinlich nicht. Jetzt warte doch mal, ich will noch mit dir reden, Emily. Renn doch nicht so schnell. Die hat einen Zahn drauf, ey. Da, bitte. Ich hab sie zurückgebracht. Reden wir erstmal mit Callista. Kann ich mit ihr reden? Hallo. Was sind die Hauptinseln des Kaiserreichs? Serkonos, Gristle, Tyvia und Morley. Und welche ist die größte? Gristle. Und die ist auch die beste. Wie funktioniert Walöl? Das ist eine Fangfrage. Das weiß keiner. Nicht einmal Piero. Entschuldigen Sie, Corvo, aber ich fürchte, Sie lenken das Mädchen zu sehr ab. Oh, Entschuldigung, ich will noch mal mit dir reden. Ich habe sie zurückgebracht. Ich muss Emily das Addieren beibringen. Vielleicht kann sie unsere Whisky-Bestände erfassen. Wichtigste Aufgabe. Verrückt.
Die Schule unserer künftigen Kaiserin ist eine Bar. Ja, schon irgendwie, ne? Wie Sie sehen, hat Lady Emily eine lebhafte Fantasie. An einem Ort wie diesem würde jedes Kind ein wenig seltsam werden. Lebhafte Fantasie? Woran machst du das fest? Ich habe geträumt, dass der Fluss über die Ufer trat. Immer höher. Wir flüchteten nach ganz oben. Dann wurde das Wasser zu Ratten. Ich träume nie gut hier. Na, wenn du so eine Rune unter deinem Kopfkissen liegen hast, kann ich das auch irgendwie verstehen. Glaubst du, hier drunten ist ein Schatz vergraben? Ich habe mal gebuddelt, aber nur alte Knochen gefunden. Ich glaube nicht, dass hier ein Schatz ist. Ich habe eine Liste aller Flüche aufgeschrieben, die der Admiral sagt. Aber Callista mag das nicht. Ja, das kann ich mir vorstellen. Manchmal spricht Callista im Schlaf, aber sie ist schwer zu verstehen. Hätte ich doch mein eigenes Zimmer. Ja, das hast du schon erwähnt. Musst du dein Zimmer aufräumen? Ich schon. Ach du Arme, du kannst einem ja fast leid tun. Samuel, noch was? Ich habe noch nie an Land geschlafen. Die See liegt mir im Blut. Alles klar, okay. Gut, dann wäre das ja auch geklärt. Dann würde ich eigentlich nur mal ganz kurz bei Piero vorbeischauen, um eventuell... Ach, guck mal. Und vielleicht nochmal mit Cecilia reden. Ich mag nicht, wie sie mich ansehen. Entschuldigung. Ich bin nicht dumm. Wenn sie Leute loswerden wollen, bin ich die Erste, die geht. Ach so, ich dachte, sie meint mich. Hallo, warte doch mal. Meine Mutter arbeitete für die Boyles. Die konnte Geschichten erzählen. Uiuiui. Ich finde überhaupt nicht, dass die Boyles gut aussehen. Ja gut, ich habe nur die Masken gesehen, leider. Ich wäre so gern einmal auf einer solchen Feier. Ja, vielleicht geht das ja irgendwann wieder. Es muss hier jetzt vergleichsweise öde aussehen. Wie die alle, als ob ich mich die ganze Zeit da nur auf dem Ball amüsiert hätte. Was denken die denn von mir? Dach Piero. Soll ich etwas für Sie konstruieren? Ich habe, glaube ich, so viel... Ich kann alles herstellen. Fast alles. Ich habe, glaube ich, so viel Geld jetzt dadurch, dass ich gar nicht weiß, wofür ich das ausgeben soll. Ehrlich, ich weiß nicht, wofür ich das ausgeben soll. Ich kann die Kugel... Ich kann zwar alles erhöhen, aber ich brauche das ja alles auch überhaupt nicht. Muss ich ehrlich sagen. Das sind halt alles so tolle Sachen wie... Ach komm, nehmen wir mal die Kampfbetäubungsbolzen. Why not, ne? Machen wir mal unser Schwert ein bisschen besser. Why not? Komm, Bolzen. Kann auch nicht schaden. Ja. Springminen benutze ich halt kaum. Kugelkapazität. Ich kann die Pistole verbessern. Na, die benutze ich ja. Ach komm, scheiß drauf hier. Rein. Oh, guck mal. Pistolenpräzision, Magazin und Nachlader wird verbessert. Ja, ich nehme jetzt nicht alles, muss ich ehrlich sagen. Soll es erstmal reichen. Ich habe so viel Geld und ich weiß nicht, wofür ich es ausgeben soll, um ehrlich zu sein. Ah, Waverly. Eine tragische Geschichte. Ich habe aber Lydia umgebracht. Ich konnte die Bolts nie leiden, aber ihr Geschmack ist ausgezeichnet. Vielleicht meint er, weil Waverly jetzt ihre Schwester verloren hat oder so. Niemand denkt an den Aufwand, den man mit solch einer Feier hat. Ach Gott, ja, die Armen. Was halten Sie von den Gardinen dort? Welchen? Würden den Pendletons nicht stehen. Ach so, bei den Boyles. Tyvianisch. Keine Ahnung, habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so drauf geachtet. Die denken alle, ich bin da hingefahren zum Amüsieren. Ich hatte eine Aufgabe. Die glauben halt echt, ich bin die ganze Zeit da nur am Amüsieren gewesen, Alter. Ah, die Leute haben manchmal Vorstellungen von meiner, von den Dingen, die ich tue. Sollte mal gestopft werden, weiß nicht, ob das so gut ist. So, Havelock. Jetzt kommen wir zu Ihnen und ich kann mir schon denken, was denn die nächste Aufgabe sein wird. Convoy, es ist soweit. Alles, was wir getan haben, alles, was Sie getan haben, führte uns letztendlich zu diesem Moment. Der Lord Regent ist bloßgestellt, Corvo. Verwundbar. Und alles ist bereit, um ihn anzugreifen. Wir sind einen Schritt vom Thron entfernt. Ein Mann, ein schlagendes Herz. Das ist alles, was von den Mächten übrig ist, die die Stadt an den Rand des Untergangs brachten. Es ist einfach, aber bei weitem nicht leicht. Die Paranoia des Lord Regenten ist so groß wie nie zuvor. Er hat die Unterstützung der Aufseher, des Parlaments und seiner Geldgeber verloren. Und auch Sokolov, der seine Sicherheitstechnologien entwickelt hat. Jetzt hat er im Dunwall Tower jeden noch verbliebenen loyalen Mann versammelt. Er weiß, dass etwas auf ihn zukommt. Er weiß, dass Sie es sind. Alles hängt davon ab, dass er recht hat. Piero hilft Ihnen bei den Vorbereitungen. Dann bringt Samuel Sie dicht an den Tower an das Wasserschloss. Als Sie das letzte Mal dort waren, war der schreckliche Tag, an dem alles begann. Nun gehen Sie dorthin, um alles zu beenden. Viel Glück, Corvo. Ich weiß nicht, was wir sonst noch sagen könnten.
außer dass unsere Hoffnungen mit ihnen gehen. Ich habe zumindest einen Generalschlüssel, der wird mir schon irgendwie helfen, denke ich. Hätte ich doch nur einen Teil ihrer Fähigkeiten. Ich hatte sie vor vielen Jahren. Also, na gut. Ich würde mal sagen, weil Sie es gerade erwähnt haben, wir können ja mal noch mal ganz kurz bei Sokolov vorbeigehen, ne? Und mal gucken, ob der noch was zu erzählen hat. Vielleicht kann der uns was über den Dunwill Tower noch erzählen, was uns bei der ganzen Sache helfen könnte. Ich weiß nicht, ob der jetzt auf unserer Seite ist und so weiter, aber man kann ja mal gucken. Meine Schaden kostet es ja nicht, mal vorbeizugehen, ne? Schauen kann man zumindest ja mal. So. Ach, jetzt brauche ich den Schlüssel dafür, ehrlich. Kann ich nicht einfach hier irgendwo rein? Ich glaube, ist nicht ganz so einfach, hä? Ja? Tatsächlich hier reinzukommen, ist nicht ganz so einfach. Verdammt, ich wollte doch nochmal eine Runde mit Sokolov quatschen. Da liegt noch Mist. Das ist leider nicht, was ich gerne hätte. Ist nur Kabelwerkzeug. Ich hätte gerne einen Eingang. Ich habe halt keine Ahnung, wo die Schlüssel jetzt dazu ist, um ehrlich zu sein. Oder ob ich den einfach von jemandem klauen muss. Ich glaube, hier gibt es aber ansonsten auch keinen Eingang. Schade, ich hätte gerne nochmal mit Sokolov eine Runde gequatscht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber na gut. Bleibt ja leider nichts anderes übrig. Ich glaube, einen anderen Weg gibt es tatsächlich nicht rein. Sonst könnte man den wahrscheinlich auch nicht so einfach da sitzen lassen, ne? Ne, alles zu. Schade, na gut. Hier haben wir ja schon ausgenommen, das Zeug, ne? Wenn ich mich erinnere. Ach, guck mal, haben wir den Audiograph-Spieler schon gehört? Ich weiß nicht, von wem ist denn das Ding hier überhaupt? Ich schreibe ein Stück Geschichte. Ah. Dunwall steht an der Schwelle eines neuen, besseren Zeitalters. Und ich, alter Seemann, spiele dabei eine Rolle. Ich bezweifle, dass sich jemand erinnert. Die ehrwürdigen Männer, die das hier vollbracht haben, sind die wahren Helden. Und das quirlige junge Mädchen, das ihre Traurigkeit über den Tod ihrer Mutter so gut versteckt. Aber vielleicht wird jemand sich diese Aufzeichnung tatsächlich anhören. Und dann weiß er, dass ein bescheidener Seemann namens Samuel bei all dem dabei war. Samuel ist das hier, also der hier pennt, na gut. Ja, keine Ahnung, wahrscheinlich findet man den Schlüssel. Vielleicht kann ich den auch von Havelock oder Dingens klauen oder Pendleton, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Kann man jetzt nicht ändern. Ich würde sagen, wir gehen zu Samuel und machen uns auf zu unserer letzten Mission, ne? Bereit, den Lord Regenten zu treffen? Aber oh, sowas von. Es wird Zeit, dass wir uns um ihn kümmern. Höchste Zeit. Ich würde sagen, los geht's, auf zum Dunwill Tower.